Moin, schönen guten Tag. Sind wir jetzt live? Und ja, also unser heutiges Ziel sind Quests und Bauen. Und ja, mal gucken, wie weit wir das dann umsetzen. Oh, ich habe das HUD noch deaktiviert. So. Ah, man kann die umsetzen, okay. Ich habe mich gerade gewundert, was das bedeutet. So. Moment. Also. Das heutige Ziel ist es, vielleicht hier so ein bisschen weiterzubauen, aber dafür muss viel gefarmt werden. Aber was wir erstmal machen werden, ist ein paar Missionen weitermachen, weil wir hier oben auf der Karte noch ziemlich viel zu tun haben. Genau, und das werden wir uns dann als erstes angucken. Ja, also mal kicken. Ich habe ein bisschen was an den Einstellungen geändert. Das macht sich hart bemerkbar. Moment. Ich muss mal die auf. Okay, mal gucken. Es könnte natürlich auch sein, dass das der Puffer hier ist. Der Backtrack. Was sollte eigentlich... Beobachten wir einfach mal, wie die Grafikkarte aussieht. 3D zu 100% ausgelastet. Nappend. Ich habe ein bisschen an meinen Einstellungen rumgespielt und die sehen gerade nicht gut aus. Moment. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also. Ich wollte heute erstmal Mission machen. Oh. Super. Dann heißt es erstmal alle Gegenstände mitnehmen und mit vollem Inventar los oder was? Was habe ich denn jetzt hier abgebaut? Wow. Oh Gott. Ah!
Vielleicht sollte ich vorher nochmal die Waffe upgraden. Also ich muss ja sagen, da bin ich ja heilfroh, dass du hier die Möglichkeit hast, beziehungsweise nicht die Möglichkeit, sondern dass du hier es hast, dass du eigentlich so viel tragen kannst, wie du möchtest. Und nur dein Inventarplatz beschränkt ist. Erdbeeren. Weil sonst wäre das ja maximal nervig. Okay, ich glaube, ich muss einmal kurz den Stream neu starten. Das Umskalieren von oh, nice. Wie lange warst du da unterwegs? So, ich würde einmal eben kurz den Stream neu starten. Ich muss mal die Einstellung umstellen von, wie heißt das gleich noch? Von dem Skalieren. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt sieht die Grafikkarte doch ein wenig besser aus. Jo. Oder ich sollte das mit der Aufnahme lassen. Wieso zieht das so viel? Alter, sieht das rotzig aus. Moment. Immer dieses ganze Rumexperimentieren, ey, das ist echt katastrophal mit der Grafikkarte. Lösungstechnisch alles komisch aus. WTF. Ah, okay. Also. Hier irgendwo.
geht denn? Okay, das interessiert mich dann ja auch noch. Wow. Ah. Was habe ich denn abgebaut? Ah, ich habe Bernstein bekommen, okay. Wäre natürlich interessant, wenn du da baust und dann... ja, wir haben übrigens die Karte geupdatet. Und dann ist einfach dein Gebäude weg. Ja. Das denke ich, ich mir nämlich auch gerade. Schade, hier gab es nicht mehr. Hast du Twitter oder sowas? Könntest du da mal ein Bild posten und mich da einfach drinne markieren, dann kann ich mir das mal angucken. Okay, nice. Hast du mal ausprobiert, wie weit du mit deiner Ausdauer gleiten kannst? Moin. Ah, okay. Ich habe nur den, auch nur den normalen aktuell. Ups.
Yay, Stufe 10. Ja, ey. Du sollst das machen, was dir am meisten Spaß macht, ne? Und wenn Bauen dir Spaß macht, ey, dann mach es weiter. Auf jeden Fall. So sehe ich das. Deswegen, ich hab auch Bock auf Bauen, aber ich will mehr Sachen zur Verfügung haben, dass ich eine größere größere Auswahl habe. Oh Gott. Ja, rat mal, warum ich gerade versuche, den Schmelztiegel zu holen. Zum einen will ich gucken, was man da für neue Möglichkeiten hat. Und zum anderen halt wirklich mit wegen den neuen Ressourcen und so weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh. Sollte ich da hin? Dann musst du das Spiel auch holen, dann kannst du mitreden.
Ja, also deswegen habe ich die da auch alle reingestopft und dann jetzt erstmal einfach questen, questen, questen. Revelwood? Ist das düsterdickig? Ja. Okay, also du machst dasselbe wie ich. Die Quest jetzt. Will man hier einmal, Gott, Treppen hochlaufen, zum einen voll mit Schlamm und die letzte Stufe. Wieso? Ah. Early Access. Da hat man echt keine Chance, hier die Treppen hoch oder die Leitern hochzukommen. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Wow. Und wo ist er jetzt hin? Da. So. Wurde auch Zeit. So. Samus verlangt es. Hört zu, ihr faulen Säcke. Unser Anführer Samus verlangt, dass wir weitere Elixierbrunnen graben. So bekommen wir alles an Elixier, das wir jemals brauchen könnten. Es wird gefährlich, aber das Risiko ist es sicher wert. Grabt, ihr Narren, oder stellt euch dem Zorn Samus. Hm. Netter Artgenosse, würde ich sagen.
Stirb! Holy. Wow. Okay, dann müssen wir hier hinten dann. Miau. Kriegsstiefel. Zauberer-Tunika. Okay. Wir haben zu weit gegraben. Samus, deine Gier nach dem Elixier ist unstillbar. Du behältst es für dich, obwohl du gesagt hast, du würdest es teilen. Lügner. Wir, dein Volk, sterben für dich in diesen Tunneln. Wofür? Wir verbannen dich hiermit. Geh jetzt, sonst sollst du unsere wahre Stärke erleben. Such dein Elixier anderswo. Das ist unsere Mine. Oh yay. Ja, und damit haben wir den Schmelztiegel. Damit können wir Schmelze Stufe Nummer 2 bauen. Mal gucken, was wir damit dann
bauen können oder reinschmelzen können. Soweit ich weiß, Kupfer. So. Hattest du schon mal eine Sprechblase? Wieso lädt er jetzt die Texturen nicht? Abend. Tja, dann bist du... dann hattest du nie einen Blasenfreund wie SpongeBob.
Let's fix that up. Ei. Du hast meinen Schmelztiegel gefunden, hm? War die Reise zu hart für dich? Hör auf zu jammern, Flammenblut. Eine Flamme wieder zu entfachen braucht Zeit und Geduld. Im Moment reicht es aus, die Schmelze herzustellen, also an die Arbeit. So, was brauche ich denn für die Schmelze? Schmelztiegel und gebrannte Ziegel. Okay, dann go. Hier hatte ich doch das... Oh, yeah. Kunstvolles Holzbett beim Schreiner und 14 weitere. Ach du Kacke. Und veredelte Holzblöcke. Cool. Mittelgroße. Oh, nice. Bett. Oh, jetzt kann ich Fässer bauen. Und ein Holzeimer. Wow. Brauche ich denn Kohle und Kupfer? Schön dich zu sehen. Hör mal, ich würde gern für unsere Mannschaft kochen und die Stimmung heben. Eine Feuerstelle mit einem Kessel würde helfen. Aber ich habe einen Freund gegeben, als sich unsere Karawane trennte. Er war auf dem Weg zum Leuchtstein. Vielleicht können wir ihn zurückverlangen. Grüß bitte Raoul von mir, wenn du dort bist. Nett. Okay.
Ja, irgendwie muss es ja vorangehen, ne? Also klauen wir jetzt von irgendeiner Karawane das Kochgeschirr, damit wahrscheinlich nur noch ein Drittel der Leute selbst weiter leben kann. Also, naja. Als erstes werde ich mir erstmal eine neue Spitzhacke bauen, Alter. Die ist ja mal übelst nervig. So, ich wollte noch mal eben kurz was nachgucken. So, jetzt müsste ich eigentlich genügend Stoff haben.
Gott, brauche ich da was Sachen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also, das muss man direkt ausnutzen. Aber ich habe natürlich zu wenig abgebaut. Ja. Und dann kommen irgendwelche Sachen, wo du dann gefragt wirst. Ja, also wir brauchen noch 47 mehr davon. So. Brauch 5 Minuten. Oh. Das sieht cool aus. Nee, das macht auch keinen Sinn, würde ich sagen. Also da würde ich dann auch eher so wie du skillen. Ah, noch eine Minute 55, ey.
Ja, habe ich auch gemacht. Also, ich habe jetzt hier auch nochmal in die Kondition reingesetzt und hier oben würde ich dann nochmal... Läufer hatte ich dann noch. Dann würde ich hier nochmal in Kondition reingehen. Oder Doppelsprung. Gut, dass du es sagst. Ich wollte gucken, was ich jetzt mit Koffer machen kann. Greifhaken, Zuganker. Und let me have a look. Beim Schreiner noch was Neues. Oh. Eine Holzfäller Kupferaxt. Und die Spitzhacke. Oh, ich muss mir Schilder. Leinen? Okay, magische Schilder. Ja, die habe ich ja schon. Einhändige Waffen. Stachelkeule. Hüterset. Kupfererz. Okay, jetzt brauchen wir wirklich die Spindel. Abenteurer-Set. Oh. Okay, es wird Zeit, dass wir die
wird Zeit, dass wir die Spindel finden. Aber Zäune finde ich cool. Ein Kupferzaun. Das finde ich aber lustig. Dann können wir uns an Gegenstände ranziehen und wegschießen. Oh, wir können jetzt ein Kreissägeblatt selbst... Oh, Eisenbarren. Nice. So, beim Schreiner gab es was Neues. Türen. Kupfertüren. Okay. Kupferblöcke. Dachschindeln. Okay, müssen wir das vielleicht flach bauen. Oh. Oha, sieht das kacke aus. Ja, ich glaube, beim Kupferabbau kriegst du Amber. Also habe ich das Gefühl zumindest, weil da habe ich welches gefunden. So, dann holen wir noch ein bisschen Kupfer, damit wir eine Kupferspitzhacke bauen können. Aber es gibt bestimmt irgendwo Kupfervorkommen gibt es bestimmt irgendwo. Nee, ich meine, wahrscheinlich irgendwann so Ember-Vorkommen oder sowas. Also diese Büsche. Nerven ja mal hart. Hast du schon eine Kupferspitzhacke? Thank you.
das da oben eigentlich Schwefel? Ah, cool. So muss das. Ey, ist nur Stein, okay. So, ich würde da mal sagen, dann machen wir eine ganz kurze Pause, während das Eisen hier schmilzt und dann sehen wir uns gleich einfach wieder. Genau, dann also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ups. So, und jetzt müssen wir ja genügend haben für... Oh Gott, oh Gott.
Handy. Für die Spitzhacke. So. Questmarker. Was ist das hier? Cremes Grotte und Birma-Wurzel. Miasma. Dornbusch-Friedhof. Höhleneingang. Miasma. Mühlheide. Wo ist denn die Spindel? Ich glaube, ich starte einmal das Spiel neu. Das ist übelst interessant. Wenn ich das Spiel starte, läuft das erstmal nur so auf 60% GPU-Last und dann spiket das irgendwann auf 100% hoch und dann laden die ganzen Assets nicht mehr richtig. Ah, ist das komisch. Ich glaube, ich schalte wieder auf. Das hier. Okay. Whoa.
Das sieht besser aus. Also mit der Kupferspitzhacke habe ich das Gefühl, dass wir einen größeren Bereich abbauen, oder? Und stärker sind, was den Abbau angeht. Und ja, Flachs müsstest du anpflanzen wahrscheinlich, oder? Ich hatte das Schwert gefunden. Das war auch nice, aber irgendwann hat es halt nicht mehr genügend Damage rausgehauen. Verlassenes Jägerspinnenlager. Okay. Und ich bin vergiftet. Oh mein Gott. Hilfe. Hier sind so ein paar Giftspinnen. Okay, das war doch easier als gedacht. Und es gibt ordentlich Ressourcen. Vor allem Garen kriegt man hier von den netten Spinnlein. Das ist ziemlich dunkel. Okay. Oh, da müssen wir hin. Da ist wahrscheinlich... Oh Gott. Und noch mehr Spinnen. Gibt es hier eigentlich einen Arachnophoben-Modus? Oder wie heißt der? Ah, deswegen brauchst du Flachs. Ja, ich glaube... Oh Gott, Hilfe. Ich glaube, man muss den Bauernhof dann jetzt mal gleich bauen, ne? Häuserbau kann man später noch weitermachen, aber Bauernhof wäre ja mal... Eine Idee. Noch eine. Stimmt. Oh Gott, gibt es viel Ressourcen und das ganze klick. Oh Gott, noch mehr. So, da muss ich hin. Hello there. Ah, ich hab die Handspindel. Ja, bestimmt. Eine Schlafnusselacht. Eine schlaflose Nacht. Von den Felsen geht eine wohlige Wärme aus. Ich werde wohl heute Nacht kein Feuer brauchen. Ich höre sie in den Fernen suchend heulend.
Der Wind trägt ihren Wahnsinn in meine Richtung. Ein Luftzug aus den Minen. Wonach graben sie? Ihre Schreie zerreißen die Stille der Nacht und verscheuchen jede Beute. Ich bin am Verhungern. Hätte ich mich mit Vorräten eindecken sollen, als ich in der Nähe von Irwurzburg war? Nein. Der ganze Ort stinkt nach Blut und Verrat. Ich kenne den Geruch nur zu ungut. Wenn es sein muss, werde ich den Hunger im Herzen tragen. Nice. Geht's hier noch weiter? Noch mehr Spinnen. Stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb. Spinnen. Oh, das wäre jetzt so cool, wenn jetzt von oben so eine Mutterspinne runterkommt. Ein Hinterhalt, aber ich habe meine Spuren verwischt. Wie konnten die Soldaten... Spinnen, sagst du? Dann ignoriere mich. Stell die Handspinne hin und vergiss, was ich gesagt habe. Meine Geheimnisse sind mein allein. Pfeile. Oh. Oh, jetzt kann ich Kupferpfeile herstellen. Weiß. Wachsfackeln. Spießet. Teppich. Handspinde. Woher kriege ich denn fossile Knochen? Ich habe eine schöne weiße Decke. Verdammt. Tüp, tüdü. Okay, Rezepte. Ich brauche Flachs. So.
Ich glaube, hier baue ich... Schöne Holzhütte, schön rustikal. Dann könnte man in diese Richtung hier den Bauernhof bauen und später dann auch noch hinten, oder? Nägel und Holzscheite, 3 Stück. Wieso hat er da oben ein Loch drinne? Das ist ja Kacke.
Fenster sind blöd. Das hier ist eher geeignet für den Fußboden, oder?
gerade. Der Valheim-Server wurde wohl gerade gehackt. Falls man da drauf ist, sollte man da vielleicht mal runtergehen. Ich guck gerade mal bei mir selbst nach. Okay, ist bei mir nicht betroffen. Tada. So.
Hier war eine kleine Feuersteinmine. In welcher Burg bist du? Okay, hast du eine Quest, damit man sich da orientieren kann? Ich denke mal, entweder das hier die Hauptstadt, oder? Aber interessant. Ah, okay. Ja, da muss ich mal gucken, wann ich da hinkomme. Das Gute ist, ich habe Mittwochs, Donnerstag und Freitag frei. Da kann man richtig hart reinsuchen. Da ist nur die Frage, ob ich überhaupt sitzen kann oder nicht.
Oh. Hast du den über eine Mission bekommen oder? War das die Mission da im nördlichen Gebiet? Okay, oh Gott. Ich hatte bis jetzt nur den Greifhaken. Ich muss mal berichten. Was für ein Item fehlt dir denn? Dass ich so ein bisschen gespoilert werde? Die nicht einfach über Pilze? Oder war das einfach nur mehr Masma-Flüssigkeit? Sorry. Ah, okay. Hast du eigentlich mal geprüft, ob man einen Pool bauen kann? Und irgendwie habe ich hier noch keine Flüsse oder Seen gesehen. Glaube ich.
Gott, das sieht kacke aus. Ja? Ja, ein Brunnen wäre auf jeden Fall auch nice. Also ich bin froh, dass ich da jetzt in der Nähe von einem bin. Aber das wäre auf jeden Fall ein schönes Extra. Und das mit dem Gleiter finde ich nice. Also wenn das dann so stark bemerkbar ist, dann lohnt sich das ja wenigstens, ne? Ja, das könnte natürlich auch sein, dass man noch einen ganzen Haufen Sachen freischaltet, die wir aktuell noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ne? Hä? Warum ist das jetzt hier erleuchtet? Und zwar nur hier. Dankeschön, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Morgen bin ich, denke ich mal, auch wieder am Start. Also, schönen Abend dir und ja, entspannt noch, ne?
Hui. Auf jeden Fall. Aber das ist ganz normal bei mir. Wenn ich ein Game gefunden habe, was ich zocken will, dann
wird das hart reingesuchtet. Kleines Beispiel bei mir ist jetzt aktuell Palworld, das habe ich 40 Stunden gezockt. Und Enshrouded bin ich jetzt bei 23 Stunden. Also, ja, es wird hart reingesuchtet. Doch, du kommst durch. Hi. Ja, also ist leider bei mir ganz natürlich, dass ich dann irgendwann echt hardcore reingehe. In dem Spiel geht es eigentlich nur darum, zu bauen, Missionen zu machen und zu überleben. Also ein typisches Survival-Game.
Gott. Ja, das ist schwer zu beschreiben. Also mich erinnert das sehr hart an Valheim. Du hast echt krasse Möglichkeiten. Also ich habe jetzt... Ich bin jetzt... Warte, welches Level bin ich denn eigentlich? Also ich bin jetzt Stufe 10. Hab von der Map noch nicht gerade viel erkundet, weil du kannst noch hier überall hin. Also, und ich kann noch nicht mal mehr weiter rauszoomen. Und wenn du beim Handwerk guckst, bei den Überlebenden siehst du immer, was freigeschaltet ist. Also ich habe hier gerade mal den Mörser, beim Schmied die Schmiede und Schmelze. Also da fehlt noch ordentlich was. Und ich habe schon unterschiedliche Blöcke gefunden. Du kannst das richtig geil zusammenbauen und was ich halt so cool finde, ist, wir schnappen uns mal hier ein bisschen, okay, den brauche ich gerade nicht, aber wenn du jetzt mal hier, also ich kann verschiedene Formen aussehen, wählen, zum Beispiel eine 4 Meter Wand und habe jetzt hier eine Steinwand und wenn ich jetzt daneben, eine andere Steinwand baue, passieren Übergänge, beziehungsweise wird das richtig nice abgetrennt. Und das finde ich halt mega. Und was ich cool finde, ist, wenn du die jetzt aneinander stellst, verbinden die sich auch richtig, sodass das aussieht wie ein Wandelement und nicht irgendwas angeklickt. Und solange du den Hammer nicht aktiviert hast, unterscheidet sich das auch nicht großartig. Und auch diesen Weg hier habe ich jetzt gerade eben selbst gebaut. Und das ist so das erste Haus mit einem vernünftigen Dach drinne. Ich habe hier händisch einen Ofen rangesetzt. Und was ich halt auch cool finde, die Voxel-Map von dem Spiel hat erkannt, dass ich hier oben noch eine Decke eingebaut habe mit einer Leiter. Und hat automatisch diese Steinstützen damit angebracht. Da musste ich nichts machen, das hat es einfach automatisch gemacht. Also das ist... richtig nice. Ja. Also das ist richtig gut umgesetzt und du hast halt auch dekorativ so viel, was du umbauen kannst. Also du kannst selbst noch ein bisschen was bauen. Aber nichts Großartiges, sage ich jetzt mal. Aber an der Werkbank hier allein schon. Das sind alles Blöcke, die ich schon gefunden habe und mit denen kannst du halt bauen. Das finde ich halt so mega. Auch verschiedene Dachtypen und so weiter. Und halt auch Dekoration, was nice ist. Und das ist noch nicht alles, was du kommen kannst. Und ich bin halt, wie gesagt, sehr weit am Anfang. Und ja, also ich finde das aktuell mega nice, was du hier dekorativ allein schon bauen kannst. Nie! Und das Geile ist, das ist ein deutsches Unternehmen, was das hergestellt hat. Und die haben jetzt wohl gerade eben... das hatte ich auf Steam gesehen. Die haben 1 Million Concurrent Players geschafft. Mega geil. Ja, also da kann man hardcore reinsuchten, besonders wenn man halt so ein Interesse an solchen Aufbauspielen hat.
Das einzige Problem, und wie gesagt, oder man muss dazu noch sagen, das ist aktuell Early Access. Oh ja, die Deutschen stehen drauf und ganz viele in der Welt auch. Also das größte Problem, was, glaube ich, Enshrouded aktuell hat, ist, dass eine Woche vorher Palworld rausgekommen ist. Und das hat ja wirklich alles abgerissen. Und das hier finde ich auch cool, das Pflanzsystem. Fortnite bin ich so ein bisschen, ha, das ist nicht so meins. Breath of the Wild hat mich grafisch so hardcore abgeschreckt, dass ich das irgendwann abgebrochen habe. Wie heißt das gleich noch? Ja, Minecraft ist bei mir ein Ding, womit ich aufgewachsen bin. Pokémon ist so wieder, das habe ich zu viel in der Kindheit gespielt. Aber Echo, oh, warte, Steam. Echo. Habe ich 130 Stunden drin. Also sowas kann man halt so geil reinsuchen. Und was halt, was ich bei solchen Spielen halt so nice finde, ist, dass du du musst dir nicht unbedingt einen Kopf machen, sondern kannst einfach zocken und das Hirn ausschalten, sag ich jetzt mal. Klar passiert hier zwischendurch so ein bisschen Stress, aber ups. Aber trotzdem ist es ja entspannt und du musst dich jetzt hier nicht überanstrengen. Ja, und das ist das Pflanzsystem. Also du kannst es einmal gerastert einbauen, was ich mega finde. Aber du kannst es halt auch random platzieren, was halt auch nice ist. Oh, noch mehr Blumen. Ciao, schönen Abend dir noch und einen entspannten.
aktuell nichts Wildes, außer dass du nichts mehr siehst. Aber ich kann dir auch noch einen anderen Aspekt eben zeigen. Ich bin gestorben. Dann ist das wie wie heißt es gleich noch? Verdammt, mein Speicherstein ist weg. Kacke, ich glaube, ich habe einen Bug ausgelöst. Weil ich das Spiel neu gestartet habe. Nein. Wenn du das Spiel neu startest, wird die Welt zurückgesetzt. Das heißt, alles, was du außerhalb von deinem Altar abbaust, wird wieder zurückgesetzt. Und... Oh. Die brauche ich. Das heißt, mein Stein, wo ich gestorben bin, ist weg. Und da hatte ich die Hake drinne. Und die Hake ist aktuell nur herstellbar bis Stufe 5. Danach funktioniert es nicht mehr. Ja. Da bin ich gestorben. Aber dann kann ich dir was anderes zeigen. Was hart was von Breath of the Wild hat. Ja, also da arbeiten die gerade dran, dass man die Sachen wieder bekommt. Also das finde ich so nice, dass du hier einfach gleiten kannst. Ja, und das hier ist der Miasma. Der sorgt dafür, dass man nach und nach irre wird. Und wenn man irre wird, gibt es Zombies, die einen angreifen. Ja, und dann wird es plötzlich so ein bisschen Souls-like. Plötzlich ist es ein ganz anderes Spiel. Ja, das musst du natürlich auch skillen. Und, ja, du wirst... Kannst überall angegriffen werden. Und... Zum Teil wird es dann halt immer... schwieriger. Nee, es kommen nicht mehr Viecher. Das ist das Gute. Also du kannst die kaputt machen alle. Aber du siehst oben die Leiste, wo jetzt 5 Minuten 40 steht. Die sorgt dafür, wenn die abläuft, stirbst du. Und das verbesserst du nach und nach, dass du länger da drin rumlaufen kannst. Bei diesen Flammen, wo ich jetzt gerade stehe, wird das dann wieder aufgefüllt. Und dann musst du hier Rätsel lösen, weil durch die Tür komme ich aktuell nicht durch. Dann muss man sich hier rumgucken, ob man irgendwo zum Beispiel einen Dietrich braucht. So, kann ich welche per Hand bauen? Ja, ich brauche Metallschrott. So, mein Problem ist jetzt, ich wollte eigentlich mal ein bisschen die Quest machen, aber ich habe keine Dietriche. Also war ich da jetzt umsonst. Und, ach ja, du kannst hier nur wegreisen, wenn du wieder im Hellen bist. Also wenn du von der Sonne berührt bist und keinen Schaden erleidest, kannst du wieder zurück. Aber es gibt dann halt auch diese Viecher hier, die ein bisschen was von Zelda haben.
Oh Gott. Oh. Ja, und dann gibt es noch den Kram. Der sorgt dafür, dass du sofort stirbst. Oh, aber die Bäume sehen hier anders aus. Oh. Also das hat echt was von Elden Ring, Dark Souls zwischenzeitlich. Weil die Viecher einfach aus dem Nichts kommen und der Nebel ist angenehm. Ja, die sind auch drei Level über mir. Und die Rüstung, die ich aktuell trage, ist irgendwie von Level 6 oder so. Moment. Level 8, okay. Außer die Schuhe, die sind Stufe 13. Ja, und überall kannst du halt wirklich Ressourcen abbauen und auch zum Teil unterschiedliches. Also hier kriege ich jetzt zwar Erde und Stein, aber es gibt das hier. Und hier kriegst du halt Myzel. Damit kannst du halt auch wiederum Sachen bauen, was halt auch mega entspannt ist. Aber ich sollte mal langsam hier raus. Moment, ich reise mal eben zurück, nicht, dass ich wieder angegriffen werde. Ich brauche ja nur die Triche. Zweierlei. Also du kannst zum einen, kannst du Sachen und Rezepte freischalten, indem du einfach was findest. Also zum Beispiel den Flachs hier. Den brauchen wir, um Leinen herzustellen. Aber um zum Beispiel diese Knochenblöcke herzustellen, musste ich die einmal finden. Genauso wie hier die Fachwerkblöcke. Die habe ich einmal gefunden und dann habe ich das Rezept dafür bekommen. Das nächste ist, dass du zum Beispiel bei den Überlebenden, also deinen freundlichen NPCs, zum Beispiel erstmal die Tischsäge freischalten musstest, damit du gewisse Ressourcen bekommst. Und das sind dann einfache Maschinen. Die kannst du irgendwo hinstellen. Wie hier zum Beispiel die Kreissäge. Da wird dann, da sind dann auch wieder Rezepte drin, die du verarbeiten kannst. Das gleiche hier halt auch für den Köhlerofen. Da sind unterschiedliche drin. Und mit den ganzen Sachen kannst du dann auch wieder neue Sachen herstellen. Also ich musste zum Beispiel erstmal Kupfer finden. Erstmal den Schmelztiegel finden, bevor ich wusste, was ich mit Kupfererz machen kann, obwohl ich vorher schon Kupfererz hatte. Das ist halt ganz cool gemacht, das spoilert dich nicht zu sehr und was ich auch cool finde ist, du kriegst hier sowas angezeigt. Hier ist eine Miasma-Seele, Wurzel, aber ja, es ist nur ein Fragezeichen. Aber so diese ganzen lokalen Sachen wie Plündere, Hügel, Grabschleier, Katakomben und so weiter, die schalten sich erst frei, wenn du vor dieser Tür stehst. Wir waren ja jetzt gerade hier. Das hat sich halt freigeschaltet, indem ich da vor der Tür stand. Und nicht wie bei... nehmen wir Starfield als Beispiel. 2,50 Meter... auf dem Planeten, also Starfield-mäßig würde ich jetzt hier das gesamte freischalten. Und dann kann auch noch sowas hier passieren.
Dadurch, dass ich den Mörser freigeschaltet habe, kriege ich jetzt die Möglichkeit, bei Balthasar neue Sachen zu machen. Was ist das? Das Ding, das du bei dir trägst. Myzelflammenblut. Ich rate dir, vorsichtig zu sein. Was du in den Händen hältst, ist höchst gefährlich. Eine Krankheit. Leid. Das ist ein Pilz, der unsere Welt verschlängen will. Die Menschen sahen im Fleisch dieser Pflanze Potenzial, aber sie brachte nur Unheil. Bitte halte dich davon fern. Sie bedeutet den Untergang. Okay. So. Kann ich das schon ernten? Nee, nur umtopfen. Dankeschön. Ich verkacke andauernd beim Vorlesen. Was wollte ich machen? Ah, zum Schmied. Und vorlesen. Nee, nicht vorlesen. Dietrich hier herstellen. So was. Wie gesagt, das Spiel ist im Early Access, was ganz cool ist. Aber was mir zum Teil hier wirklich fehlt, ist, dass du andere Optionen hast, wie ich will nicht nur 10 herstellen, sondern 120 oder so. Das heißt, du musst jetzt 12-mal auf die Leertaste drücken, um das herzustellen. Das ist ein bisschen nervig. Aber sonst hat das schon viele nice Features drin, wie zum Beispiel diese Truhen, wo ich gerade die ganzen Sachen, die ich habe, ablege. Die kriegst du ein bisschen später im Spiel. Die ermöglichen es dir, dass du nicht alle Ressourcen bei dir tragen musst, sondern die werden nach und nach einfach nee, also die werden. Du brauchst sie nicht mehr rumtragen, sondern kannst sie hier direkt an der Truhe abrufen. Sonst musstest du, bevor ich diese magischen Truhen hatte, muss ich immer das, was ich haben wollte, in die Tasche nehmen, zur Werkbank laufen, das abarbeiten und dann wieder zurück. Aber so macht das richtig Laune. Und du hast halt einen Haufen Rezepte, die du freischalten kannst, blöd gesagt. Und du brauchst auch zig Sachen, mit denen du dann arbeiten kannst. Nice. Das sieht richtig gut aus. Super. So. Ja. Also das auf jeden Fall. Das, was ich cool finde, ist, das kann ich dir noch mal eben zeigen. Ich wollte gleich eigentlich Feierabend machen, weil ich morgen wieder arbeiten muss. Was ich halt richtig, richtig nice finde, ist das Voxel-System. Ich habe mir hier eine Steinmine gebaut. Und dann kannst du hier einfach rein und diese rote Linie ist deine Abgrenzung des Baugebiets von deinem Altar. Du kannst hier dann einfach reinbauen. Du kannst das Baugebiet auch noch vergrößern. Und du kannst halt richtig nice in den Berg reinbauen und kannst hier schön Eingang bauen. Das hier kannst du auch noch mit Terrainblöcken vergrößern, so dass es nach einem natürlichen Eingang aussieht. Aber wenn du zum Beispiel
jetzt das Spiel neu startest oder beziehungsweise das Spiel neu lädst. Das müssen wir mal eben kurz machen. Dankeschön. Nee, aktuell, danke für den Gedanken auf jeden Fall. Aber Spenden sind bei mir aktuell nicht möglich, weil da will ich auf Nummer sicher gehen und lieber vorher ein Gewerbe anmelden. Weil man liest ganz gefährliche Stories. So. Ich habe das Spiel neu gestartet und schon ist das, was ich eben gerade alles abgebaut habe, wieder zurückgesetzt worden und nur dieser kleine Bereich bleibt zurück. Dankeschön. Ja, also, wohlgemerkt, ich habe am 1.1. angefangen zu streamen und aktuell ist es einfach nur, ich zocke und ob ich jetzt streame oder nicht, hätte an der Auswahl der Spiele, die ich aktuell spiele und so weiter nichts geändert. Deswegen dachte ich mir, zocke ich einfach mit dazu und es macht Spaß, rum zu experimentieren und Sachen rauszufinden und sowas alles und einfach ja ein bisschen rumzutesten, was man so alles machen kann. Und ja, es macht Spaß und deswegen habe ich mir gedacht, streame ich das Ganze einfach und bring das mit. Dankeschön. Ja, das Setup wird. Das erste Upgrade war ein neues Mikrofon. Das davor hat, Gott, 10 Euro gekostet. Und das nächste Update sollte morgen oder übermorgen kommen. Ich habe mir eben im Stream einen PC gekauft. Also, was heißt ein PC? Einzelteile für einen PC. Damit ich hier ein Dual-Setup aufbauen kann, weil mich das mit Enshrouded aktuell ein wenig hart aufregt. Ich musste die Grafikqualität voll runterstellen, damit ich vernünftig streamen und aufnehmen konnte. Oder kann. Und das mag ich nicht. Also, das sieht man hier total. Deswegen baue ich einen zweiten Rechner und da läuft dann alles drüber, aber war jetzt nicht, zum Glück nicht so teuer, weil ich eigentlich nur eine Grafikkarte und eine Capture-Karte brauchte und den Rest habe ich hier rumfliegen von einem Server. Das sollte halt ausreichen, aber dann sollte der die Streaming-Qualität übernehmen und ich kann vernünftige Grafik rüberbringen. Da freue ich mich schon drauf. Und es ist wieder Bastelkram und da freue ich mich auch drauf. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Sache, dass das Spaß macht. Ja! Also, ich bin von Beruf Supportleiter. Also, ich bin Leiter von fünf Leuten im IT-Support, Hotline und so weiter. Und sowas macht mir abstrus viel Spaß, sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht in dem Job. Ja, und da hat man halt so ein Kram zu Hause rumliegen. Warte eben. Also, das hier wird der neue Streaming-Rechner. Da muss ich jetzt nur noch Arbeitsspeicher dran bauen und eine Grafikkarte einsetzen und ein Gehäuse habe ich noch gekauft, aber das hat 30 Euro gekostet. Und ja. Ja, das war ein Server. Ich habe das Gehäuse an einen Arbeitskollegen weggegeben, weil der das dringend benötigt hat. Ja, das war letztes Jahr. Und dieses Jahr brauche ich es. Deswegen. Also, das sehe ich jetzt nicht als schlimm an. Ja, ich habe hier noch mehr rumliegen. Ich habe hier irgendwie noch irgendwie 10 oder 12 Festplatten rumfliegen von den ganzen Servern und so weiter. Die habe ich dann nach und nach zerlegt und. Ja, hör mir auf.
ist halt ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist auch dem, wie heißt es gleich noch, dem Hobby und dem Job geschuldet, auf jeden Fall. Ja, und Spielkram zum Beispiel kann ich übelst empfehlen. Das ist Deckboard, wenn sich das mal anschaltet. Cool, die Bildschirmaufnahme funktioniert nicht mehr. Gerät nicht angeschlossen oder verfügbar. Ups. Ha. So. Ich habe mir Deckboard geholt. Falls dir das nichts sagt, das ist eine Software für Android, womit du ein Stream Deck nachbilden kannst. Ganz entspannt gesagt. Und da kannst du halt wirklich verschiedene Funktionen einfach mit umsetzen. Was aber cool ist, ich nutze den Kram auf der Arbeit und habe darüber Makros laufen und so weiter. Weswegen ich das jetzt hier auch nutze. Also, ja. So kommt halt auch das Arbeitsvergnügen mit in Stream rein und so weiter. Aber, wo wir beim Thema Arbeit sind, ich muss morgen wieder arbeiten, deswegen werde ich jetzt Feierabend machen. Das ist, sonst wird mir das alles zu spät. Und morgen früh geht's wieder los. Aber ja, auf jeden Fall. Das einzige Problem ist halt das frühe Aufstehen. Aber Mittwoch, Donnerstag und Freitag habe ich Urlaub. Da werde ich nochmal hart reinsuchten. Und ja, sonst bin ich eigentlich immer von 18 Uhr an unter der Woche bei Twitch online und sonst freitags ab 15 Uhr und Samstag und Sonntag ist einfach, wenn ich mit allem fertig bin und Bock habe, fange ich an zu streamen. Also es kann dann mal sein, dass ich irgendwie morgens um 9 streame oder erst ab 15 Uhr. Genau, aber so ist das aktuell bei mir, weil ich bin eh am Zocken und ich streame dann. Also das ist ein bisschen komisch zu erklären, aber ob ich jetzt streame oder nicht, das Spiel würde trotzdem gespielt werden. Ja, genau. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Einen schönen Abend. Mach das gerne. Ich würde mich echt freuen. Und ja, dann auf jeden Fall einen entspannten. Und einen schönen Abend und morgen hoffentlich alles stressfrei. Und dann bis zum nächsten Mal. Dann kann ich nur noch sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Ach ja, gute Nacht an alle. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Also, gute Nacht und bis morgen. Tschüss.